Moin moin und herzlich willkommen aus Harburg zum dritten Teil meines Vierersplits. Heute steht die hintere Schulter und der Rücken auf dem Programm. Und ja, analog zum Push-Training priorisiere ich auch erst am Anfang die Schulter. Das heißt, Moment, ich habe mir überlegt, ich mache das heute anders. Ich sage immer einen kleinen Teil zu der jeweiligen Übung und schneide dann erst das Video rein, was ich dann im Gym gleich noch aufnehmen werde. Und darum auch noch mal ganz kurz was zum Hintergrund. Nach dem letzten Push-Training hatte ich jetzt 2 Tage Ruhetag, war einen Tag joggen, ganz moderat, 11,5 Kilometer mit leichten Steigungen in einer Stunde, müsste ich jetzt nach einer Stunde 3 Minuten. Ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, am Anfang langsam zu laufen. Es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, die ich so mache. Entweder schnell starten und hinten raus langsamer werden. So hatte ich es zum Beispiel beim Marathon gemacht, um nicht zu verschenken. Aber ich habe gemerkt, wenn ich am Anfang zu sehr schon Gas gebe, dass mich das zu fertig macht am Ende. Und deswegen habe ich bewusst langsam gestartet und bin dann hinten raus immer schneller geworden. So, das ist dann im Endeffekt, ich muss auch dazu sagen, ich war glaube ich einen Monat gar nicht laufen und ich mache ja auch kein Cardio sonst zwischendurch. Ich baue immer mal wieder Cardio-Elemente in meinen Alltag ein, was, denke ich, schon über das weit verbreitete Schritte-Sammeln hinausgeht. Vielleicht mache ich dazu nochmal irgendwann ein Video, wie man wirklich, gerade wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist, auch im Alltag so ganz gut auf sein, denke ich, Cardio-Pensum kommt. Also bin ich ein bisschen zu weit ausgeholt. Auf jeden Fall hatte ich danach dann noch einen Ruhetag und heute geht's, ich würde sagen, frisch und ausgeruht dann ins Pull-Training. Und wie gesagt, ich war in der Heimat, da esse ich dann immer schon ein bisschen mehr, achte auch überhaupt nicht drauf, außer dass ich mein Müsli und also meine Haferflocken und abends meinen Quark und die Banane esse, aber sonst esse ich auch mal ein Stück Kuchen und so weiter. Deswegen denke ich, wird das heute ziemlich gut laufen. Vor allen Dingen bin ich immer super motiviert, wenn ich 4 Tage nichts gemacht habe. Und ja, wie gesagt, Pre-Workout ist drinne, Kaffee wird getrunken und ich werde jetzt gleich zu jeder einzelnen kurz was sagen und dann im Folgenden die Videos aus dem Gym reinschneiden. Ja, ich starte mit der Reverse Butterfly von Life Fitness mit 42,5 Kilo im Topsatz und 35 dann im Backoff. Und ich habe am Anfang viel rumprobiert, mit der Handfläche so ganz gedreht, aber ich muss sagen, das beste Gefühl habe ich eigentlich, wenn ich die Hand, ja, ich glaube, es ist proniert, ne? Und dann mit der Handkante gegen den Griff drücke und da auch einarmig das Ganze, weil ich so wirklich super in der hinteren Schulter spüre und die ist schon irgendwie nach dem ersten Satz so aufgepumpt, dass ich mir ziemlich sicher bin, so gute Fortschritte zu erzielen. Oh.
zweite Übung ist die Hammer Row Maschine. Ich probiere da möglichst auf, ich sag mal, Schulterhöhe zu ziehen und wirklich mich auf den Ellbogen zu konzentrieren, den nach hinten zu ziehen. Da bin ich auch nochmal deutlich mit dem Geruch, mit dem Gewicht runtergegangen, nämlich auf 33 und 26 Kilo, weil ich gemerkt habe, sonst ziehe ich irgendwie fälschlich zu sehr ab. Ich habe immer gedacht, dass das schon ziemlich gut auf die hintere Schulter geht. Ja, ehrlicherweise muss ich sagen, dass wahrscheinlich auch Nacken und Trapez involviert sind, aber trotzdem behalte ich die Übung so bei, weil ich glaube, ganz gute Fortschritte damit erzielt zu haben. Und der Trapez, da muss ich vielleicht auch nochmal priorisieren demnächst. Ich habe letztens ein Bild vom Rücken gemacht, wo ich dachte, mein Rücken ist eigentlich schon, hat sich gut entwickelt, aber da fehlt auf jeden Fall ordentlich Fleisch dran. Also wirklich, es gefällt mir gar nicht. Naja.
Als dritte Übung mache ich einen Satz Überzüge, einfach um dann ein Gefühl reinzubekommen und um mich dann auch wirklich mal auf die erste richtige Rücken- bzw. Lat-Übung vorzubereiten. Und ja, das Ganze mit 50 und 40 Kilo beim Hammer-Pulldown, einarmig natürlich. Und ja, da ist mir schon klar, da werde ich noch viel rumprobieren müssen. Ich habe jetzt von dem Gym Dan, dem Danny, das Video gesehen oder beziehungsweise die Reihen gesehen, wo er auf jede einzelne große Muskelgruppe eingeht. Und da ist mir klar geworden, dass ich da schon noch viel, viel, viel Luft nach oben habe, was auch die Ausrichtung und Positionierung in der Maschine angeht. Aber ich werde es jetzt heute der Vollständigkeit halber erstmal noch genauso machen, wie ich es immer gemacht habe. Und dann werde ich mich ab dem nächsten Trainingszyklus dann nochmal mehr mit beschäftigen. Und da muss ich halt erstmal auch wieder viel rumprobieren. Aber das, mir macht das ja auch Spaß, das Rumprobieren und das Optimieren. Ja, bin ich rechts deutlich stärker. Was der
Danach kommt der die Dorian Yates Row von Hammer, Plate Loaded. Habe ich erst immer am, wie sagt man, an der mit den Gewichts... wie heißt das denn? Naja, wo man halt den Stift reinsteckt halt, ne? Und finde, weil das Belastungsprofil irgendwie angenehmer ist, da wird es am Ende nochmal richtig schwer und ich kann nochmal richtig schön so reinziehen, habe ich das Gefühl. Und habe auch vielleicht an der Stelle mal ganz kurz ein bisschen meine Philosophie dahingehend geändert. Ich habe mal bei Tim Budesheim gesehen, dass er immer oder mal gesagt hat, er trainiert seinen Rücken immer von innen nach außen oder von oben nach unten, meine ich, hat er gesagt. Das habe ich dann gedacht, okay, machst du genauso. Und jetzt sehe ich es eher nochmal anders, dass ich versuche, oberer Rücken mit, also unterer und immer so ein bisschen im Wechsel, um einfach da in jedem Satz das Beste rausholen zu können. Keine Ahnung, wie sinnvoll das ist, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Die vierte Rückenübung ist die Hammer High Row. Da habe ich jetzt gerade letzte Woche notiert 2,5 Kilo mehr im Topset. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, also da wäre es sicherlich sinnvoller, ich würde das schaffen, die Übung bilateral auszuführen. Oh, ich bin da immer ein bisschen, ja, bilateral auszuführen.
Einfach damit dann der Trapez sich richtig schön zusammenzieht. Aber ich habe einfach ein besseres Gefühl einarmig, deswegen werde ich das Ganze noch so beibehalten. Ja, gefolgt vom High Row mache ich dann die Hammer Low Row mit 40 und 35 Kilo. Ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich versuche mich möglichst hoch zu setzen. Und da auch wieder mir vorzustellen, ich ziehe den Ellbogen nach hinten, bin dann noch so ein bisschen an der Schulterposition am Rumprobieren, aber ich denke, man darf sie nicht ganz hochziehen natürlich, man darf sie aber auch nicht ganz runtersetzen, also runterziehen. Und ja, denkst du, das versucht da so im Mittelmaß zu bleiben, was die Schulterstellung angeht. Ich hatte ja vorher das Tiba-Rudern gemacht, war auch eine super Übung, mache ich auch gerne, baue ich auch ab und zu immer noch ein, aber da der Schwerpunkt auf der
Ja, das Tiberrudern habe ich auch gerne gemacht, aber weil mein Fokus ja auf dem Einarmigen liegt, denke ich, ist die Maschine sinnvoller und deswegen führe ich sie auch erstmal aus. Ich habe jetzt noch die Hammer Isolatro eingebaut, weil ich die, ja im Prinzip macht die ja jeder die Übung. Ich habe sonst am Kabel gemacht, an dem aufrechten Kabelrudern, Blattzug sage ich mal, so einarmig. Habe jetzt aber, denke ich, ein gut, das, oder hab ein gut genuges Gefühl. Also das Gefühl, was ich habe beim Ausführen der Maschine ist gut genug, dass ich das am Kabel weglasse, einfach weil ich hier auch schwerer trainieren kann. Und ja, das Ganze mit 60 und 50 Kilo. Ich denke, da könnte ich sogar ein bisschen mehr machen, aber heute bleibt es auf jeden Fall noch bei 60 und 50.
Ja, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall erhöhen von 60 auf, ich denke, 65. Aber ich mache jetzt trotzdem im Back-Off-Set nochmal 50 Kilo. Ja, zu guter Letzt das Stiff Leg Deadlift oder die Stack Stiff Leg Deadlifts an der Langhantel. Auch da war ich schon deutlich höher, ich glaube bei 160, aber ich habe gemerkt, wenn ich mich wirklich auf den unteren Rücken, dass der schön angespannt ist, dass ich eine gute Position habe, dass ich das Ganze auch schön langsam und kontrolliert ablassen kann, ist gerade 120 und 100 Kilo so das Gewicht der Wahl. Denn, wie gesagt, ich hatte dann auch ein bisschen Probleme mit dem Rücken, einfach weil ich es wahrscheinlich nicht sauber genug gemacht habe. Und ich hatte früher mal Probleme mit dem Rücken, gerade im Lendenwirbelbereich, dass ich da einfach kein Risiko eingehen möchte. Und ich habe halt auch, da habe ich ja bei Tobias Hane damals gesehen, ist schon älter das Video, wo er es ja auch am Anfang einbaut. Aber ich muss sagen, das macht mich, das geht weil wahrscheinlich so krass aufs zentrale Nervensystem, gerade weil ich die Übung auch zuletzt die letzten Jahre wenig gemacht habe, dass ich es als allerletztes einbaue, weil danach bin ich dann wirklich fix und fertig. Und ja, analog zu den anderen Trainingstagen kann ich auch hier sagen, dass wahrscheinlich mein Pensum, was das Volumen angeht, zu hoch ist. Aber ich weiß noch nicht so richtig, welche Übung rausfliegt, welche nicht. Das wird dann in den nächsten Tagen, Wochen erörtert und ausprobiert, was gut funktioniert. Und gerade jetzt auch im letzten Podcast von Max Metzen und ich weiß nicht, wie die anderen beiden hießen, wo sie ja sagen, dass die Regeneration viel ganz entscheidend ist. Und ich glaube, es fiel auch der Satz, dass eigentlich noch nie bei irgendwem mehr Volumen oder noch mehr Übung eingebaut wurden, sondern eher reduziert. Und ich denke, ich mache auch zu viel, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin. Und ja, mal schauen, wie ich das Ganze dann strukturiere. Aber jetzt wird noch der Kaffee ausgetrunken. Beziehungsweise ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich ja vorhabe, das vor die Videos zu schneiden. Aber ich denke, man versteht es und jetzt geht's los. Ihr seht dann, ihr seht jetzt das als letztes vor der letzten Ausführung. Ja, ja, mir ist übrigens aufgefallen, dass ich den eigenen Oberkörper so einzudrehen. Und deswegen achte ich darauf, dass ich auch meine rechten
Hand an der rechten Seite ganz dicht an den Oberschenkeln und Unterschenkeln vorbeiführe und nicht irgendwie in diese Position komme. Und da liegt gerade mein Fokus drauf. Das ist gelegen ordentlich. Ja, das war mein Pulltraining. Jetzt wie immer aushängen, bisschen dehnen, vor allen Dingen die vordere Oberschenkelmuskulatur. Jetzt nach dem Joggen, weil ich da zuletzt ein bisschen Probleme hatte. Und ein Saunagang wie immer. Und morgen geht es weiter mit dem Arm- und bzw. Bauch- und Armtraining.